Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Heute Teil 2 zum Thema vierlagige Platinen. Im letzten Video hatte ich ja bereits zwei Links eingefügt, einmal zu YouTube, zu einem sehr interessanten Video und auch noch zu Mikrocontrollernet, zu einem Forumsbeitrag, in dem beschrieben wird, welche Designregeln anzulegen sind. Die empfehle ich jetzt hier vorher natürlich sich anzuschauen, beziehungsweise das mal gelesen zu haben. Und das setze ich also jetzt hier in diesem Video Teil 2 voraus, dass das geschehen ist. Und wir steigen damit jetzt hier in unsere Gestaltung der Platine ein. Und zwar wollen wir jetzt aus dieser zweilagigen Platine die eine vierlagige machen. Und ich habe dazu schon mal hier global alle Leiterbahnen entfernt. Und ich habe auch hier die gezeichneten Flächen entfernt, und zwar die Flächen für Ground, die ich ja hier auf dieser Platine gezeichnet hatte. Einzig und allein hier oben den Bereich für den Kühlkörper, diese Sperrfläche, die habe ich natürlich noch gelassen. Das soll auch eine Sperrfläche bleiben. So, um jetzt unsere Platine für vier Lagen vorzubereiten, gehen wir hier oben in den Manager oder in diese Einstellungen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Wir wählen hier vier Lagen aus. Also hier Kupferlagen 4 und wir wählen hier aus 4 Lagen Bauteile auf Ober- oder Unterseite. Wer das natürlich jetzt noch etwas einschränken möchte, kann natürlich auch sagen 4 Lagen Bauteile nur auf der Oberseite. Das wäre noch die Alternative. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann hier noch die Platinenstärke vergeben. Ich lasse das jetzt hier auf 1,6 mm. Und wir sehen jetzt hier unten erscheinen zwei neue oder zusätzliche Kupferlagen, nämlich intern 1 und intern 2. Cu für Kupfer. Und wir müssen jetzt hier rechts mit dem Dropdown-Menü diesen Lagen, diesen inneren Lagen Spannung und Strom zuweisen. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben jetzt hier in dem Tasertext, der hier erscheint, steht also Kupferlagentyp für FreeRouter und andere externe Router. Spannungs- und Stromlagen werden aus FreeRouters Lagenmenü entfernt. Das heißt, hier werden auf diesen beiden inneren Lagen, die habe ich jetzt also Spannung und Strom zugewiesen, werden keine anderen Leiterbahnen geroutet. Und so wird es ja auch in diesem Video gezeigt, was ich da im letzten, letztens verlinkt hatte, im letzten Beitrag und eben auch im Mikrocontrollernet beschrieben, die inneren Lagen bei vierlagigen Platinen immer mit Spannung und Strom versehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dadurch die kürzesten Spannungs- und Stromwege eingehalten werden und auch kein Kondensatoreffekt zwischen diesen oder der Kondensatoreffekt zwischen den einzelnen Schichten hier, insbesondere zwischen diesen beiden internen, so gering wie möglich bleibt, denn das Dielektrikum hier dazwischen ist natürlich deutlich schmäler oder kleiner als hier zwischen zwei Außenlagen. Soweit, so gut, das haben wir gemacht, damit OK bestätigen und wir können jetzt eigentlich gleich als erstes anfangen. Und zwar, wir wechseln hier in diese interne Lage 1 und die wollen wir jetzt gleich mal dem Plus zuweisen. Dazu gehen wir hier rechts auf dieses Feldwerkzeug, also für Flächen ziehen und wechseln dann hier in die Platine hinein. Wählen hier also unseren Eckpunkt aus. Wir sehen, auch hier können wir jetzt zwischen allen vier Lagen auswählen. Wir haben jetzt hier die interne Kupferlage 1, die möchte ich jetzt hier auf 5 Volt Power legen. Und wir ziehen hier wie gewohnt unseren Polygon um die Platine herum. Damit ist diese erste Innenfläche jetzt hier mit 5 Volt belegt. Wir wechseln gleich in die zweite Innenfläche. Bitte hier mal ich zeige es hier mal, diese Luftlinie für Ground beachten. Die wird also jetzt gleich verschwinden. Hier ist jetzt die innere Lage 2. Wir wählen wieder hier unser Flächenwerkzeug aus und beginnen hier ebenfalls jetzt mit der Kupferlage 2. Wir weisen diese dem Ground zu. Mit OK bestätigen wir das Ganze.
und ziehen hier ebenfalls eine Fläche auf unserer Platine. So, wenn die verbunden ist, wir sehen, das hat hier auch wunderbar funktioniert. Die Luftlinie für Ground ist verbunden oder verschwunden vielmehr. Das heißt, hier der Ground ist jetzt auf dieser internen Fläche 2 belegt. Ich kann sie hier auch nochmal einschalten. Sieht man jetzt hier, doch, hier sieht man es. So, jetzt sehen wir hier, also das ist diese interne Fläche und die ist jetzt hier komplett gefüllt und ich habe hier überall meinen Ground anliegen. So, und ich kann auch nochmal hier auf die interne Fläche 1 gehen. Hier liegt jetzt also hier überall 5 Volt an und über die Vias wird es dann auch entsprechend mit Spannung versorgt. Wir sehen es zum Beispiel jetzt hier, 5 Volt Power, da liegt es dran und ist auch mit diesem Layer dann an der Durchkontaktierung verbunden. Ich schalte hier mal wieder aus, blende das mal wieder zurück. So, nächster Schritt ist jetzt, ich speichere mal die ganze Geschichte. Der nächste Schritt ist jetzt, wir lassen die Platine mal routen. Wir könnten sie jetzt händisch routen oder hier mit dem Autorouter. Ich mache es hier mal mit dem Autorouter. So, auf OK. Wir ersetzen das Ganze. Minimieren mal. Wechseln in unser KiCad Projektordner und da haben wir hier also das Free Routing. Doppelklick drauf, wir öffnen mal unser. Halt, das war falsch, wir wollen natürlich in KiCad, nicht in FreeCAD, unter Projekte hier unterhalb dieser ganzen Sache. Wir schauen nochmal, ob das. Jawohl, das ist der heutige Tag, passt. So, wir laden also unseren FreeRouter rein. Wir wollen jetzt nicht die gespeicherten Rules einladen, sondern wir machen jetzt hier mal neue Regeln. Und wir sagen hier Autorouter. Und jetzt wird hier geroutet. Wie gesagt, dadurch, dass die beiden inneren Lagen auf Spannungsstrom liegen, werden sie jetzt hier vom Autorouter nicht berücksichtigt. Und wenn der Autorouter fertig ist, melde ich mich gleich wieder zurück. Autorouter ist fertig. Wir können jetzt hier also unser Spectra Session File importieren. Das tun wir dann auch gleich mal. Wir gehen auf Öffnen, speichern das Ganze. Und jetzt sollten hier keine Verbindungen mehr bestehen auf diesen beiden inneren Layers. Der Autorouter hat es jetzt hier trotzdem an 2 Stellen gemacht, aber das können wir hier relativ einfach beseitigen, zumindest an dieser Stelle hier. Sehen wir also, dass diese Leiterbahn hier auf eine innere Lage gesetzt wurde und das können wir dann mal hier schnell ändern, indem wir also die untere Kupferlage nehmen, setzen hier auf das händische oder manuelle Routen und können das verbinden. Wir sehen jetzt hier eine Verbindung auf einer inneren Lage zwischen diesen beiden Pads, einfach weil hier eine oder zwei Leiterbahnen oder mehrere Leiterbahnen auf den äußeren Layern hindurchgehen, hat also hier der Autorouter hier ein inneres Layer genommen. Ich denke, an dieser Stelle hier mit dieser kurzen Leiterbahn kann man damit leben. Wie kann man das kontrollieren? Wir schalten hier mal die Flächenansicht ein und wechseln einfach mal hier auf diese innere Kupferfläche. Und da sehen wir also hier diese Verbindung, die habe ich hier nochmal neu geroutet. Wenn ich die Taste B drücke, wird das neu berechnet. Wir sehen, das ist also dann hier entfernt. Und so kann ich jetzt auf dieser Fläche hier mal kontrollieren, ob der Router nicht doch eventuell eine Leiterbahn hier drüber durchgeführt hat. Wie gesagt, hier geht es nicht anders, weil beide Layer oder beide Außenlayer schon belegt waren. Da ist dann also dieses kurze Stück doch durchaus mal gerechtfertigt und ich denke, da kann man durchaus damit leben. Hier beim
5-Volt-Layer, beim inneren Layer 2 sehen wir, dass da nichts geroutet wurde auf dieser Fläche. Wir können es jetzt wieder ausschalten. Ich sage mal, mit diesem kurzen Stück hier auf dieser inneren Bahn, denke ich, kann man leben. Wie gesagt, jetzt hier irgendwas zu verschieben und außen herumzugehen, ist sicherlich auch realisierbar, aber ist dann wieder mit Vias verbunden. Wie gesagt, mit so einem kurzen Stück, denke ich, kann man mitleben. Wem das nicht gefällt, der müsste jetzt wirklich händisch mal hergehen und hier entsprechend nacharbeiten. So, ich lasse jetzt auch mal hier diese Sprünge, die hier drin sind vom Autoruder, die müsste man jetzt auch noch händisch nacharbeiten. Aber das führt jetzt hier im Video zu weit. Damit wären wir jetzt fast fertig, noch nicht ganz. Wir wechseln in unsere oberste Kupferlage, also in F-Kupfer. Ich schalte hier mal die Ansicht ein und wir sehen, dass hier noch keine Flächen verlegt wurden, sondern nur Leiterbahnen. Und jetzt kommt es drauf an, ich sag mal so, in einer HF-Platine ist jetzt hier vielleicht auch nicht verkehrt, eine Kupferfläche anzulegen. Ich schalte hier wieder aus. Ich gehe auf mein Flächenwerkzeug, setze das hier oben auf die Ecke an. Und wir befinden uns jetzt hier im Top-Copper-Layer. Auch das legen wir mal auf Ground. Mit OK bestätigen wir das Ganze. Und ziehen hier unsere Fläche herum. Das ist jetzt abhängig vom Design, ob das nötig ist oder nicht. Da schlage ich vor, die Design Rules nochmal durchzulesen. Und wir machen das Ganze auch nochmal für die untere Kupferlage, auch hier. Ziehen wir mal eine Fläche. Auch die legen wir wieder auf Ground. Wenn wir das dann gemacht haben, müssen wir dafür sorgen, dass der Kondensatoreffekt, der jetzt hier zwangsläufig entsteht, so gering wie möglich ausfällt. Wie erreichen wir das? Ich schalte jetzt hier mal die Flächenansicht ein. Und wir sehen also jetzt hier, alle Lagen sind jetzt belegt mit Flächen. Und was ich jetzt tun muss, um hier diese Kondensatoreffekte zwischen diesen einzelnen Flächen möglichst gering zu halten, ist, dass ich hier Vias setze. Und das sieht man oftmals auf Platinen, die also gerade im HF-Bereich sind, dass da irgendwo eine ganze Menge Vias gesetzt wurden. Ich schalte hier nochmal aus und ich kann jetzt also hier Vias setzen. Das muss ich natürlich in ausreichender Menge tun und auch ein bisschen sinnvoll verteilen, um quasi jetzt hier überall diese Flächen intern miteinander zu verbinden. Und dadurch die Kondensatorflächen, die sich gegenüberliegen und die Kapazität erzeugen, so gering wie möglich zu halten. Das liegt aber dann wirklich im Bereich des Designs. Hier muss man dann aufpassen, wie man das dann macht und für welche Anwendungen die Platine dann dienen soll. Damit ist eigentlich unsere vierlagige Platine soweit fertig und ich könnte sie jetzt in die Produktion geben. Ich gebe aber an dieser Stelle zu bedenken, vierlagige Platinen gehen also gleich richtig ins Geld, auch beim Chinesen um die Ecke. Ich denke, das soll dabei das genügen zum Thema vierlagige Platinen. Ich wünsche viel Spaß mit KiCad und tschüss, bis zum nächsten Mal.